Als nächstes erhält Herr Sonneborn das Wort. Vielen Dank. Gerade hat ein Richter namens Jonathan Swift, Nummer 18 auf der Liste der korruptesten Richter Großbritanniens, lapidar alle 12 von Julian Assange eingebrachten Berufungsgründe abgelehnt. Die Rechtsmittel sind nahezu erschöpft, seine Auslieferung an die USA steht kurz bevor. Dort erwarten ihn weitere 175 Jahre Haft, weil er die Wahrheit über Kriege veröffentlicht hat, die auf nichts als Lügen beruhen. In 13 Jahren hat die EU kein einziges Wort zu diesem Fall zustande gebracht, von dem immerhin verfassungsrechtlich geschützte Grundrechte abhängen. Was sind das für Werte, von denen wir hier immer sprechen? Die Werte von Zensur, Informationskontrolle und Massenüberwachung? Von Intransparenz und geheimen SMS-Milliardenverträgen? Von offener Aushöhlung des Rechtsstaats und Kriminalisierung von Journalismus? Wir fordern Joe Biden auf, oder das, was von ihm noch übrig ist, diesen erbärmlichen Angriff auf Assange, die Informations- und Pressefreiheit und damit auf uns alle unverzüglich zu beenden, um zumindest den Anschein einer liberalen Demokratie wiederherzustellen. Oder das, was von ihm noch übrig ist. Vielen Dank. Dankeschön.